Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach lecker kochen mit Tom. Heute mache ich euch mal wieder ein leckeres Süppchen. Es gibt heute bei mir eine vegane Mangoldsuppe mit Kokosmilch. Eine schnelle Variante und ja, auch passend jetzt zur Sommerzeit. Das ist der frische Mangold, den wir am Kirchgarten geerntet haben, wo wir unser Projekt haben, wo wir einen Garten um die Kirche drumherum neu aufarbeiten. Ja, soll es doch gleich losgehen. Viel Spaß mit dem Video und ich freue mich auf eure konstruktive Kritik und auf eure Däumchen in nördliche Richtung. Hier sind jetzt meine Zutaten für meine Suppe. Hier haben wir unseren geernteten Mangold, frisch aus unserem Kirchgarten. Dann haben wir etwas Ingwer, wir haben ein wenig Knoblauch, so 1 bis 2 Zehen nehmen wir da, eine rote, 2 weiße Zwiebeln. Dann haben wir etwas Limettensaft, wir haben Gemüsebrühe, wir haben hier Kokosmilch, ein wenig Öl, ein bisschen Schärfe da reinbringen mit Harissa und etwas Salz. Zuerst schneiden wir unsere Zwiebeln, also erstmal putzen und von der Schale befreien. Dann schneiden wir sie in kleine Stücke. Das gleiche machen wir mit der kleinen roten Zwiebel. Die Zwiebeln haben wir jetzt klein geschnitten. Jetzt schneiden wir unseren Mangold auch in kleine Streifen. Wir können die Stiele ruhig dran lassen, die verarbeiten wir nachher mit. Frischer Mangold enthält ja ganz viel Eisen und das ist auch gut für die Blutbildung. In einen hohen Topf geben wir dann 1,5 Esslöffel Öl. In unserem erhitzten Öl schwitzen wir jetzt unsere Zwiebeln an. Und wenn unsere Zwiebeln dann einigermaßen angeschwitzt sind, geben wir dann unseren klein geschnittenen Mangold hinzu, dünsten den auch kurz mit an. Ja, und wenn der Mangold dann zusammengefallen ist und auch angedünstet worden ist, drehen wir ein bisschen die Temperatur runter und löschen das Ganze mit unserer Gemüsebrühe ab. Das Ganze jetzt kurz köcheln lassen. Wenn das so am Köcheln ist, geben wir jetzt den klein geschnittenen Ingwer hinzu und den Saft einer halben Limette. Anschließend kommt unser Knoblauch noch hinzu, den ich jetzt schon mal in die Presse getan habe. Das sind 1,5 Zehen Knoblauch. Und dann drehen wir noch mal ein bisschen runter die Hitze und pürieren das Ganze jetzt kurz durch. Was jetzt noch fehlt, ist unsere so Kokosmilch, die geben wir jetzt hinzu.
heben diese unter oder rühren diese unter auf kleiner Flamme, wie gesagt, circa 10 Minuten bis Viertelstunde köcheln lassen. Dann kommt noch etwas grober Mangold hinzu. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch etwas würzen. Ich gebe jetzt noch eine Prise Harissa dazu. So wie eine Prise Thai Curry. Und eine Prise Meersalz. So, Freunde, meine leckere vegetarische Mangoldsuppe mit Kokosmilch ist jetzt fertig und wir können sie jetzt servieren. Hier ist sie nun, meine leckere vegetarische Mangoldsuppchen mit Kokosmilch. Und ich hoffe, das kurzweilige Rezeptvideo hat euch wieder gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt einfach lecker kochen mit Tom. Ich freue mich auf euch. Bis bald.